So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir sind wieder mal auf der Toilette. Ihr wisst, was das heißt. Es gibt wieder Fanpost und das habe ich ja jetzt eine Zeit lang nicht gemacht. Ich habe jetzt noch ein Paket gefunden, unten im Schrank, im Küchenschrank. Das habe ich damals schon geöffnet. Dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt nicht immer alles zeigen, das lohnt sich ja gar nicht, obwohl eigentlich lohnt sich jede Fanpost. Trotzdem habe ich gedacht, du musst nicht übertreiben, musst nicht alles zeigen. Jetzt habe ich aber ein zweites Paket bekommen, beides vom gleichen Absender, aber ihr seht einen Unterschied. Anhand dessen müsstet ihr eigentlich schon wissen, von wem das Paket ist. Wer verschickt immer so bunte Pakete? Natürlich der Hannes. Und der Hannes hat uns letztens was geschickt. Das machen wir jetzt mal auf, gucken erstmal kurz hier rein in das alte, was ich schon kenne. Einmal den Deckel und was sehen wir hier drin? Da ist einfach mal eine 3. Guck dir das mal an. Das ist also ganz wichtig in diesem Paket. Warum nimmt man das eigentlich? So, so? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hier. Und was habt ihr noch in diesem Paket? Außerdem eine Packung Hot Chili Chips von Dip. Martin! Nein, lass die Kamera in Ruhe. Mach's nicht. Geh weg, geh runter, geh auf dein Waschbecken. So, hier eine Packung Hot Chili Chips auf jeden Fall. Die mag ich ja besonders gern, auch Pupsi. Die werden wir vielleicht jetzt am Wochenende wieder essen. Ne? Dann haben wir hier feine Katzensticks von Ja. Aber nicht nur eine Packung, nicht nur zwei Packungen, sondern ganze 3 Packungen. Beziehungsweise, hier Adi, dein Rampenlicht. 4 Packungen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Sorten gibt. Mit Kalb und Lamm, mit Hähnchen und Ente, mit Seelachs und Scholle und hier mit Geflügel, Leber und Katzengras. Ich glaube, der Adi will auch jetzt schon was haben, beziehungsweise wir warten erstmal, wir gucken erstmal, was in dem anderen Paket noch drin ist. Hier also schöne Leckereien für den Adi. Das Arbeitsamt denkt nämlich immer, ich bin bekloppt, wenn ich sage, dass die immer Futter für Adi spenden und so. Dann denken die, ja, ja, komm, du hast eine Meise. Ist aber so, wie ihr wieder seht, alles für den Adi, alles für die Katz. Aber wir haben noch ein zweites Paket und das wollen wir jetzt öffnen. Und mal gucken, was da drin ist. Das habe ich noch nicht geöffnet, das kam nämlich ganz neu, ganz frisch mit der Post. Ich glaube, der Adi will sich jetzt schon die Katzensnacks oben schnappen. Adi, jetzt warte halt. Jetzt guck doch erstmal, was hier drin ist. Du bist wie ein kleines Kind zu Weihnachten, oder? Kann das sein? Nicht? Ah, ich krieg das nicht auf. Jetzt müssen wir wieder schummeln. Und das zweite Paket. Wir öffnen es. Und was haben wir hier? Eine 7. Oh mein Gott. Was war da denn los? Und was ist hier noch drin? Wir haben eine Packung Chio Tortilla Chips. Hm? Habe ich jetzt das gleiche Paket nochmal geöffnet. Das ist aber komisch. Wir haben hier außerdem drin Katzensticks. Einmal Katzensticks. Zweimal, aber nicht viermal. Denn hier ist auch noch was anderes. Hier ist auch noch Schokolade drin. Eine Milka Lu Schokolade. Eine Milka Karamell Schokolade. Eine Milka Peanut Crisp, Erdnuss, ne? Schokolade und eine Milka Noisette. Das sind 4 Stück. Mal gucken. Hier steht auch noch was im Deckel. Hey Ramon, 2 Schokolade sind für Pupsi. 2 Schokolade sind für deine Mama. Chips sind für dich. Snacks sind für Adi. Adi, wünsche dir viel Spaß damit. Was? Wie schreibt der denn? Ich kann überhaupt nichts mehr entziffern. Soll das, vielleicht heißt das nur Ade. Ade, ich wünsche dir viel Spaß damit. Auf jeden Fall, das kann ich ja lesen, aber hier das, den letzten Satz, da bin ich überfordert. Ich habe gedacht, das sind 4 Schokoladen, für jeden eine Schokolade. Eine für die Mama, eine für Pupsi, eine für mich und eine für den Adi. Der Adi muss ich nur raussuchen, ob er ein neues Set mag oder Peanut oder Lou oder sonst was. Mich persönlich würde ja das mit den Erdnüssen ansprechen. Da das aber nicht nach Erdnuss schmeckt, sondern da einfach nur Erdnüsse drin sind, die im Endeffekt auch nach Erdnuss schmecken, würde ich wahrscheinlich die Lou am interessantesten finden. Das packen wir jetzt aber wieder weg. Adi, komm mal hoch. Hopp.
dafür, weil du so lieb bist, kriegst du jetzt natürlich hier noch einen Katzenstick. Ne? Geierst ja schon die ganze Zeit drauf, damit ihr auch was seht, dass der Adi das auch kriegt und nicht, dass ich das immer esse. Das ist für den Adi, das bleibt für den Adi. Und das geben wir ihm immer so stückchenweise, immer in die Hand. Finde ich persönlich eigentlich viel schöner, wenn ihr das aus der Hand füttert und wenn ihr immer kleine Stückchen macht, die er da rein naschen kann, als wenn Pupsi, die macht das immer, die reißt alles in Stücken und dann wirft es auf den Boden und dann muss er in dem Dreck sich den ganzen Zeugs raussuchen. Und ich sage immer, gebt ihm das doch in die Hand, auch wenn deine Hand dann vollgesabbert ist und klebt, aber au, und auch wenn er dich dann beißt, er sieht wenigstens, dass du ihn lieb hast, gell? Adi, bitte leer. Ja, bring mich noch um, genau, so machen wir es. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ich hab nichts mehr. Gib mir Chips. Nein, du hast dein eigenes Zeug. Ich will Schokolade. Ach, Adi, immer. Ich werde mir das mal angucken, dann wie das überhaupt aussieht, weil es das erste Mal ist, dass ich so ein Unboxing mit der anderen Kamera filme. Ob das jetzt passt, ob das nicht passt. Ansonsten gehe ich halt wieder auf die Gammelkamera zurück, weil ich da dieses eingefleischte Bild habe. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß. Ihr könnt mir auch gerne Fanpakete schicken, wenn ihr das möchtet. Ich bin immer sehr überrascht, was die Leute da reinpacken und was es da Lustiges gibt. Und würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.